Willkommen zurück zu Command & Conquer Renegade. So, wahrscheinlich jetzt die letzte Mission. Mal gucken. Gott sei Dank! Keine Ursache. Auftrag ausgeführt, Herr Vuk? Hätte ich auch mit links geschafft. Dr. Charles Olivetti, der Verteidigungssprecher der UN, hat heute eine Pressemitteilung verlesen, die bestätigt, dass die Non-Streitkräfte schwere Verluste erlitten haben. Der Einsatz der strategischen orbitalen Verteidigungstechnologie hat die Verluste der GDI auf ein, Zitat, statistisch akzeptables Maß reduziert, Zitat Ende. Thank you.
das war wohl doch schon die letzte Mission. Jetzt haben wir das Ende gesehen. War supidupi. Ja, da das jetzt doch eine relativ kurze Folge geworden ist, beziehungsweise nicht viel passiert ist, gucken wir uns doch nochmal. Kann ich das hier überhaupt? Die ganzen Daten angucken? Das ist hier gar nicht mehr, ne? Da müssen wir wohl nochmal in eine Mission reingehen, wa? So. Ach, ist ja interessant. So, Daten. 23 Stunden Spielzeit. Oder ist das die Minutenanzahl von der Mission? Ne, das muss die Minutenanzahl sein. So, bla bla bla. Interessiert mich wirklich. Bedienstete. So, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Petrova, du olle Kuh. Interessant, dass die da drinnen ein Maul haben, was so rausguckt. Na gut. Da. Nigel? Ich denke, der hieß Gunner. Ach, steht auch hier. Ein Berliner, der Erich Wulfi. So, jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen, der Altardiener. Mendoza. Mit Raven hatten wir jetzt gar nichts mehr zu tun, mit Rayshaws meinte ich doch. Der erinnert mich ein bisschen, muss ich sagen, an Himmler. Brille. Auch so ein Glatzkopf so ein bisschen. Ja. Und er hat die schwarze Hand aufgebaut, so wie Himmler die SS praktisch aufgebaut hat, beziehungsweise der Befehlshaber war.
So, Waffen, das haben wir ja. Yeah. Schwarze Witwe. War eine gute Waffe. Ich hätte es gar nicht lange durchgelesen. Ich überfliege das momentan auch nur so ein bisschen. Das Ding haben wir gar nicht benutzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir letztendlich nicht aus dem Gebäude noch geflohen sind, aus dem Tempel. Von den GDI haben wir echt wenig hier. Und ich weiß, ein Fahrzeug hätten wir noch benutzen können. Ich glaube, wenn wir den Mammutpanzer verloren hätten, hätten wir so ein Raketenwerferfahrzeug bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Schade, schade. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass so ein Ding hier jemals bei Command & Conquer bei dem Tibirenteil mit bei war. So, Gebäude, das kennen wir ja eigentlich alles, oder die Spieler, die Command & Conquer schon mal gespielt haben, wissen, wozu das gut ist. Gut, damit sind wir damit durch. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge schon mal, auch wenn jetzt nicht viel passiert ist. Mein Gott. Es gibt aber auf jeden Fall nochmal eine Bonus-Folge und da sehen wir uns mal das Multiplayer-Training an. Hey, Spitze, bedanke mich. Bis dann.